In der heutigen Episode sprechen wir über den Körperfettanteil. Was ist noch gesund? Was ist optimal? Und wie hoch ist tatsächlich der Preis, permanent shredded und mit einem Sixpack rumzulaufen? Vor allem für Frauen. Und was geht ab, Freunde? Misha hier. Willkommen zu einer neuen Episode von Ask Doc. Die heutige Frage geht so in Richtung Körperfettanteil und was muss ich als Frau oder insgesamt leisten? Und welchen Preis muss ich eigentlich wirklich bezahlen, um mit einem Körperfettanteil rumzulaufen, wo man ein Sixpack sieht, wo man ripped ist, wo man permanent wie ein Fitnessmodel aussieht oder vielleicht sogar mit einer Bühnenform rumläuft oder mit solchen Sachen so aussieht wie in den Zeitschriften. Wie hoch ist da tatsächlich der Preis? Was muss man dafür leisten? Was muss man dafür tun? Ich habe einfach nach den letzten Videos immer mehr Fragen bekommen, so in dem Sinne, ja, ich hab abgenommen und irgendwie, naja, aber in der Hüfte habe ich noch ein bisschen Speck, also wirklich von Frauen kamen eher die Fragen, und am unteren Bauch habe ich noch ein bisschen Speck, ja, ich weiß nicht, wie ich das loswerden soll. Und dann gab es diejenigen, die gesagt haben, ja, ich habe es versucht und dann war mein Hormonhaushalt durcheinander. Was soll ich denn machen, also wie soll ich das angehen, um permanent shredded auszusehen, ich will halt so dünne Beine haben, wie so vier Thiel zu ihren besten Zeiten. Besten Zeiten meine ich jetzt nicht in dem Sinne einfach nur zu den Zeiten, als sie halt auf der Bühne stand zum Beispiel oder kurz davor war oder halt immer Shootings gemacht hat. Was muss ich dafür wirklich tun? Und diese Fragen kamen bei mir jetzt vermehrt rein, nachdem ich halt wirklich letztes Jahr irgendwie 17 Kilo abgenommen habe und dann halt wirklich mit Sixpack da stand, Shootings gemacht habe und sowas. Und seitdem habe ich meinen Körper gar nicht so oft gezeigt. Und ihr fragt euch vielleicht, ja, warum denn? Also wieso hast du jetzt keine neuen Fotos gemacht? Wieso gibst du nicht ständig mit einem geilen Körper an und so, ne? Freunde, ihr müsst einfach eine Sache verstehen. Alles, worauf ihr spezialisiert und wo ihr wirklich in den Extremer geht, das alles hat einen Preis. Und man muss sich wirklich von Herzen überlegen, ist man bereit, diesen Preis zu zahlen? Was ich damit meine ist, wir sind nicht dafür geschaffen, mit einem Körperfettanteil von 6 oder sowas oder von 8 bei Männern herumzulaufen, permanent. Oder bei Frauen mit einem Körperfettanteil von unter 20 oder sogar viel tiefer, so 15, 12, Richtung 12, solche Sachen. Wo man halt dann anfängt, den Sixpack zu sehen und solche Sachen. Dafür ist der Mensch eigentlich gar nicht gemacht. Wofür sind wir denn eigentlich gemacht? Wir sind dafür gemacht, dass wir uns, ja, dass wir unser Leben leben, uns fortpflanzen und ja, dann schließt sich der Kreis in dem Sinne. Ne? Also du sollst deine Kinder großziehen und die sollen sich wieder fortpflanzen. Also das ist ja eigentlich die biologische Bestimmung. Und Fett hat auch seine Funktionen im Körper. Das ist Energie, die gespeichert wird für schlechte Zeiten. Und Fakt ist, wenn ihr mit dem Körperfett zu tief runterkommt, dann sagt euch der Körper, nö, hab keinen Bock mehr. Hab einfach keinen Bock mehr. Mit dem Körperfettanteil kann ich keine Kinder kriegen, kann ich gar nicht. Ich kann nicht dafür sorgen, dass wenn ich jetzt schwanger werde, dass ich dann mein Kind versorgen kann. Das heißt, ja, Lust geht nach unten, das heißt, ihr habt keinen Sexdrive, kein gar nichts mehr, euch geht's scheiße, ihr habt permanent Hunger, weil der Körper will euch zwingen, dass ihr endlich anfangt zu fressen. Ganz einfach. Dann werdet ihr permanent, irgendwann ist das soweit, dass ihr müde seid, wie Sau. Ihr seid nur noch müde, euch geht's einfach nur beschissen, wenn ihr zu tief mit dem Körperfettanteil geht. So, wie tief ist denn zu viel? Also, ist zu tief. So, bei Männern fängt das so an, so ab 12 runter. Also ab 12% Körperfettanteil runter fängt es so an, dass es halt, wenn man das zu rapide macht, dass man da Probleme mit dem Sexdrive zum Beispiel bekommt. Man ist insgesamt ein bisschen ermüdet, man ist halt nicht mehr so leistungsfähig und so fit. Ich meine, diese ganzen Fitnessmodels, die sehen da richtig fit aus, richtig pornös in dem Sinne, ne? Aber sind die es wirklich? Von der gesundheitlichen Seite aus ist das nicht optimal, ganz einfach. Wenn ihr mit dem Körperfettanteil unter 10 rutscht, dann fängt euer Hormonhaushalt an zu spinnen. Dann will euer Körper euch zwingen, dass ihr mehr esst und euch geht's einfach, ihr seid einfach nicht, ihr bringt keine wirkliche Leistung. Was glaubt ihr, wieso die Leute, die zum Beispiel auf der Bühne sind, die machen ja nicht 3 Wettkämpfe pro Jahr oder 4 Wettkämpfe pro Jahr, sondern sie haben halt ihren Wettkampf, dann haben die halt irgendwie 16 Wochen Diät gemacht von mir aus oder sogar kürzer, 12 Wochen Diät gemacht, dann haben die in kurzer Periode, wirklich ein paar Tage, wo die wirklich shredded sind. Das, wo ihr dann die Fotos seht, wo ihr permanent die Fotos seht und euch da denkt, so geil, so will ich aussehen. Für die sind das nur Momentaufnahmen. Dann haben die das sich fotografieren lassen, posten die Fotos das ganze Jahr und sind dann Instagram-Influencer und sonst was und zeigen euch eine Welt, die so eigentlich gar nicht existiert. Ihr könnt nicht permanent mit so einem Körperfettanteil wirklich gut leben, so dass ihr euch wirklich wohlfühlt, dass es euch permanent gut geht. Das ist einfach nicht möglich. Beziehungsweise es ist nicht möglich in dem Zeitraum, in dem ihr das wollt.
Das heißt, mit einem Fettanteil von 6 werdet ihr euch insgesamt nie so gut fühlen, aber ihr könnt auf einen Fettanteil zum Beispiel als Männer von 10 kommen, über die Zeit, und dabei trotzdem einen guten Sex-Drive haben, dass euer Hormonhaushalt funktioniert, dass es euch eigentlich gut geht. Wenn ihr aber vorher dick wart, dann müsst ihr das sehr, sehr langsam angehen. Das heißt, ihr müsst im Endeffekt ein bisschen abnehmen, dann Break machen, Diät-Break, ein bisschen Muskulatur aufbauen, wieder ein bisschen abnehmen, das über die Jahre so ein bisschen hin und her schaukeln, bis ihr dann irgendwann auf den Fettanteil runtergekommen seid, der niedrig ist, Muskulatur ist gewachsen. Und dann geht es euch gut, damit könnt ihr dann gut leben. Wenn ihr dann wieder trotzdem zu tief kommt, wird es euch scheiße gehen, ganz einfach. Bei Frauen ist das sogar noch ein bisschen extremer, wie gesagt. Bei Frauen ist es das so, dass die ja dazu da, also biologisch gesehen dazu da sind, Kinder zu bekommen. Ne? Das heißt, Männer sind so denjenigen, naja, gut, ich finde eine Frau, ich befruchte sie und ja, meine Arbeit in sie getan halt. Ne? Frauen sind dafür da, das Kind auszutragen. Und dann sollen die das auch noch nähren. Also das heißt, Frauen stillen ja den Säugling nochmal nach der Geburt. Das heißt, es müssen genügend Reserven vorhanden sein, dass das Kind erstens im Bauch aufwachsen kann und zweitens man noch genug Reserven hat, um nach der Geburt dann das Kind noch weiter zu ernähren und sich drum zu kümmern. Das ist halt, eine Frau ist halt einfach kein Mann. Der Mann war dafür da, dass er halt irgendwie Essen erjagt, was auch immer, halt wirklich körperlich schwer arbeitet. Frauen sind nicht für körperlich schwere Arbeit eigentlich in dem Sinne ausgelegt. Ihr habt einfach weniger Muskeln, ihr habt einen anderen Hormonhaushalt, also der ist anders reguliert. Ihr seid einfach keine Männer, ganz einfach. Und bei Frauen ist es einfach so, dass man dann sagt, okay, optimaler Körperfettanteil, bei Männern haben wir es gar nicht besprochen, ist eigentlich so bei 14 bis 15, ne, bei Männern optimalerweise. Bei Sportlern liegt er so bei 12. Bei Frauen bewegen wir uns so in unserem Alter, so bis 40, 20 bis 40, im Alter von 20 bis 40 bewegen wir uns so im Körperfettanteil von 20 bis so 26 oder sowas, bis 26 sage ich schon, bis 25 ungefähr. Und man muss sagen, so die sportlichen Frauen, die bringen dann halt ihre 18% irgendwo auf die Waage halt. Alles darunter, wo man halt dann wirklich anfängt, so richtig shredded, so richtig, ja, so sehe ich halt wie Fitnessmodels, dann wird es halt eng. Dann steigt euer Hormonhaushalt aus und euch geht's schlecht. Das heißt, diese Fragen, die bei mir reinkommen, und die Mädels sagen, hey, aber ich möchte ein Sixpack haben, ich möchte so knackige Beine und so, ich möchte so aussehen wie irgendein Fitnessmodel, dann ist für mich wirklich die Frage, fragt euch selber, seid ihr bereit, diesen Preis zu zahlen? Weil ihr werdet in dieser Diät, wenn ihr wirklich so eine harte Diät durchziehen wollt, ihr werdet eure Periode verlieren, ihr werdet permanent irgendwann Hunger haben, zwischenzeitlich, und ihr werdet einfach keine Leistung erbringen, ihr werdet müde sein und ihr habt auch keinen Sexdrive. Das heißt, ihr habt einfach... Ja gut, man muss sich überlegen, ist einem das wert? Also ist einem dieses Aussehen für diese paar Tage wert, sich so runterzuhungern? Und dann ist das tatsächlich so, wenn ihr euch mal die Diäten von, keine Ahnung, Sophia Thiele anschaut oder so, das hat sie auch mal erzählt, die hat dann am Schluss irgendwie 900 Kilokalorien gegessen, kurz vor der Wettkampfdiät. Das heißt, meine Diät verlief auch so, dass ich in den letzten Tagen, bevor ich das Shooting gemacht habe, da war ich irgendwie auf 1500 oder 1200 oder 1300 Kilokalorien oder so zwischenzeitlich. Also ich habe einfach auch super wenig gegessen. Mir ging es absolut beschissen. Mir ging es wirklich, die letzten Tage ging es mir richtig schlecht. Ich bin mit der Leistung komplett eingebrochen. Ich konnte kaum noch stehen, kurz vor dem Shooting. Und ich muss euch sagen, ich bin Mediziner. Das heißt, ich habe mich schon damit beschäftigt. Mir war klar, was es bedeutet. Also mir war klar, was es bedeutet, so eine Diät durchzuziehen, wo man halt nicht 5 Kilo runterwirft, sondern 17 Kilo runterwirft. Um dann auf den Fettanteil zu kommen, also ich habe mir gedacht, oh, okay, ja klar, also Sexdrive geht runter, dann geht es halt nicht so gut, man kriegt halt Hunger und so. Aber wenn ihr das dann erlebt und wenn ihr da drin seid und wenn ihr wirklich Fressanfälle bekommt, also richtige Fressanfälle, das heißt, ich habe mir tatsächlich so, es gab Tage, da habe ich mir einfach unglaublich viel Eis reingeschaufelt, weil ich mich einfach nicht mehr beherrschen konnte, bin dann aufs Laufband, um das Zeug runterzubrennen, weil ich wusste, ich muss ja jetzt das Shooting machen. Ich hatte ja einen Termin. Das heißt, bei mir war es ja nicht so, ich mache das ein bisschen Pille-Palle hier locker hin, sondern ich hatte einen Termin. Das heißt, wenn ich so einen Scheiß gemacht habe, musste ich das Ganze wieder kompensieren. Das geht dann aufs zentrale Nervensystem. Du wirst komplett müde, du fuckst dich komplett ab. Und das ist einfach wichtig zu begreifen. Wenn ihr so aussehen wollt, dann versucht das Ganze nicht übers Knie zu brechen. Versucht das nicht in kurzer Zeit zu sagen, hey, ich möchte jetzt ein Sixpack haben. Ich möchte jetzt so aussehen wie ein Fitnessmodel und das möchte ich jetzt dieses Jahr erreichen.
Das ist Schwachsinn, Leute. Das ist einfach nur Schwachsinn. Vor allem für die Frauen und euch. Das ist einfach dumm. Tut mir leid, anders kann ich nicht ausdrücken. Ihr denkt, dass diese Frauen, die fit aussehen, auch fit sind. Das sind sie aber in den meisten Fällen nicht. Diejenigen von denen, die wirklich fit sind, die haben das über Jahre erreicht. Die trainieren nicht von seit gestern. Die erzählen euch vielleicht, ey, das habe ich in, keine Ahnung, in 10 Wochen erreicht oder so. Gut, klar, ich habe jetzt einen Fettanteil, mit dem ich halt, ja, ich habe so ein paar Kilo jetzt über dem, was ich letztes Jahr zum Shooting-Tag hatte. Und ich sehe nicht mehr so geil aus. Also ich sehe jetzt nicht so krass aus wie auf den Fotos. Ich habe nicht mehr meinen kompletten Sixpack. Aber ich würde jetzt so ungefähr 5 Wochen, 6 Wochen vielleicht brauchen, um dahin wieder zu kommen. Das heißt, mein Körper würde das auch sicherlich besser vertragen. Aber wieso? Ich habe schon ein paar Jahre trainiert. Ich habe bereits schon eine Diät hinter mir, an die ich, wo ich meinen Körper daran rangeführt habe, an diesen Körperfettanteil, sodass er damit besser umgehen kann. So, jetzt kann ich eher so einen Sprung nach unten machen, ohne dass es mir richtig schlecht geht. Aber diese radikalen Diäten, ich kriege ja wirklich Nachrichten von Menschen, die sagen, hey, ich bin echt übergewichtig gerade. Ich habe so einen Fettanteil von 25 als Mann und will jetzt ein Sixpack haben. Ja, tut mir leid, Leute, das dauert Jahre. Was heißt Jahre? Aber es dauert halt auf jeden Fall 1,5 Jahre, wenn ihr das auf gesunde Weise machen wollt. Wenn ihr das einfach übers Knie brechen wollt, ja, bitteschön, macht eine Crash-Diät. Fuckt euch komplett ab, fuckt euren Hormonhaushalt ab. Es dauert danach eine ganz schöne Zeit, bis ihr wieder hochkommt. Und der eine oder andere bedenkt vielleicht nicht, dass man damit in eine Essstörung fallen kann. Das heißt, viele Leute, bei denen verschiebt sich das Ganze im Kopf. Das heißt, sind jetzt mit der Diät fertig. So, was macht man jetzt? Jetzt muss man sich refeeden. Das heißt, man muss ja anfangen, wieder mehr zu essen. Man will ja nicht sein Leben lang als Mann 1300 Kalorien essen oder sowas oder als Frau 800 Kalorien. Das heißt, man fängt mehr zu essen. Das Gewicht auf der Waage steigt. So, jetzt weiß man eigentlich, das ist eigentlich nur Darminhalt, das ist ein bisschen Wasser erstmal, aber man dreht es völlig durch. Man sieht im Spiegel, oh, ich bin weicher geworden. Mein Bauch sieht nicht mehr so knackig aus. Also ich bin halt nicht mehr so, ich habe nicht überall diese Streifen mehr, diese Venen kommen nicht mehr so krass überall raus. Ich esse mal wieder ein bisschen weniger. So, dann kriegt man irgendwann einen Fressanfall. Also so richtig so Binge-Eating-mäßig, dass man sich richtig alles reinstopft. Und dann versucht man das wieder zu kompensieren über Training. Und dann kommen die Leute in so eine Schleife rein. Ich meine, das passiert den besten Leuten. Die Leute auch, die wirklich wissen, was sie tun. Das ist nicht so einfach. Das heißt, meine Empfehlung von Herzen ist, nehmt euch Zeit. Nehmt euch wirklich Zeit. Also versucht das Ganze nicht übers Knie zu brechen. Wenn ihr mir sagt, hey, ich habe ein bisschen hier am Bauch noch Speck, ich habe hier in den Hüften Speck, dann habe ich das im letzten Video erklärt. Also schaut mal die letzte Episode an, habe ich euch erklärt. Fangt erstmal an, Muskulatur aufzubauen. Das heißt, ihr braucht als Anfänger erstmal keinen krassen Kaloriendefizit. Ihr müsst auch nicht super viel Fett verlieren, wenn ihr jetzt nicht stark übergewichtig seid, sondern ihr werdet mit etwas einer ausgeglichenen Kalorienbilanz oder etwas darunter erreichen, dass ihr langsam Fett verliert, Muskulatur gleichzeitig aufbaut, als Anfänger geht das super, stärker werdet, dadurch Muskeln wirklich aufbaut, dass der Fettanteil zum Muskelanteil sich verschiebt, sodass ihr einfach besser aussieht. Das heißt, ihr könnt als Frau sagen, okay, ich habe hier ein bisschen Speck an den Hüften und ich habe ein bisschen Speck am Bauch. Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr könnt euch einfach nur zunichte hungern, sodass es euch richtig scheiße geht, dann habt ihr auch das Ziel erreicht. Ne? Also viele sagen, ich habe das noch nicht erreicht, da ist noch ein bisschen Speck, aber ich kann ja nicht noch weniger essen. Doch kannst du, theoretisch dich komplett fast runterhungern, also so runterhungern, dass du fast stirbst halt. Ne? So einfach ist es. Aber meine Empfehlung ist, macht das nicht, sondern baut wirklich Muskulatur auf. Baut Muskeln auf und dann habt ihr zwar diesen Speck noch ein bisschen, ne? Aber ihr seht einfach deutlich besser trotzdem aus, weil sich das Ganze besser verteilt. Und ihr habt einfach ein anderes Muskel-zu-Fett-Verhältnis, ihr seht einfach besser aus und dann wollt ihr vielleicht gar nicht mehr so tief mit dem Körperfettanteil runter. Und wenn ihr sagt, hey, ich möchte jetzt ein Shooting machen, ich möchte jetzt einmal für ein paar Tage so aussehen oder ich möchte auf die Bühne, dann macht das. Dann werdet euch dem Preis bewusst, seid bereit, den Preis zu bezahlen und dann macht das. Aber holt euch am besten noch jemanden dazu, der euch etwas kontrolliert, der euch sagt, was ihr zu tun habt, wenn ihr das noch nie gemacht habt, der euch sagt, hey, okay, jetzt bist du soweit, das heißt, wenn du jetzt wieder hoch musst, du musst jetzt mehr essen und dann, damit ihr dann nicht in diese Schleife reinfallt, in diese Essstörung reinfallt, dass ihr dann Angst habt zu essen. Also viele Mädels, die diäten, denken, oh, jetzt sehe ich gut aus, im Bikini, haben ihren Spaß, essen halt kaum noch was. Und dann sagen, okay, jetzt will ich aber mehr essen. Dann fangen die an, mehr zu essen und fühlen sich wieder schlecht. Das heißt, sie haben Angst zuzunehmen. Verstehen aber nicht, dass wenn sie jetzt ein bisschen zunehmen würden, ein bisschen Muskeln wieder aufbauen würden, sie mit der Zeit wieder diäten könnten, wenn es unbedingt sein muss.
und weniger Schaden davon tragen würden und einfach besser sich fühlen würden, besser aussehen würden langfristig, als wenn sie sich jetzt einfach nur zu Tode hungern und da einfach gar nicht mehr rauskommen aus dieser Schleife. Und noch der letzte Punkt, wieso lagern Frauen so, wieso ist es dieses Problemzündchen so am Bauch, an den Hüften und sowas? Das ist so die Region, da ist das Kind, da ist halt so, im Endeffekt, das ist das, was die Frauen ja eigentlich ausmacht. Diese, also im Bauch eher nicht so, aber so in den Hüften, diese Birnenform halt, ne? Also das ist das, was die Frauen ja eher so ausmacht, dass sie dort Speck ablagern. Das heißt, das ist die Region, wo der Körper das Fett überhaupt nicht verlieren möchte. Das ist so die, ja, letzte Sicherheitsstelle. Das heißt, wenn das da weggeht, sage ich, okay, Periode weg, ich will kein Kind mehr haben, weil ich muss mich schützen, ich muss ja aufpassen, dass ich selber nicht versterbe. Ich kann das Kind nicht großziehen, ich muss erstmal auf mich achten, weil wenn ich versterbe, verstirbt auch das Kind. Das heißt, ich muss schauen, dass ich mich am Leben erhalte. Und dementsprechend sage ich euch, Leute, sachte angehen, einfach nur bewusst werden, was es bedeuten kann. Und wenn ihr das über die Jahre macht, könnt ihr euren Körper langsam an niedrigere Körperfettanteile gewöhnen, aber auch nicht an zu niedrige. Und man sollte einfach nicht versuchen, übers Jahr verteilt, über das ganze Jahr komplett krass shredded rumzulaufen. Bei Männern ist es noch ein bisschen anders, bei Frauen ist es doch um einiges schwieriger. Das heißt, werdet euch dem einfach bewusst und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.